Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar sind wir heute hier einmal auf dem PTR, denn ich will euch den Skip in SOO zeigen. Und zwar, wo befinden wir uns genau? Wir sind einmal in Pandaria und dort sind wir im Tal der ewigen Blüten. Und hier haben wir die Instanz Schlacht um Ogrimma. Wenn wir da reingehen, haben wir ja relativ viele Bosse. Ich glaube 13 Stück sind es insgesamt. Und jetzt mit dem Patch 10.1.5 können wir das Ganze ein wenig skippen. Wir können direkt zu Garrosh kommen. Und die einzige Voraussetzung dafür ist, dass wir Garrosh einmal umgehauen haben müssen. Heißt, es ist relativ egal, ob ihr im Normal, HC oder Mythigen umgehauen habt. Eine Schwierigkeit reicht aus und das Ganze ist auch retroaktiv. Was bedeutet das? Heißt, wenn ihr das vor dem Patch schon mal gemacht habt, ihn quasi umgeboxt habt, dann kriegt ihr direkt diesen Skip. Wie funktioniert der Skip jetzt? Naja, wir haben hier am Anfang, ihr seht, hier ist das Instanzportal und hier am Anfang steht der Lehrensucher Joe und jetzt haben wir hier eine Rolle, die wir anklicken können. Und wenn wir das machen, dann haben wir hier einen kleinen Text. Mittlerweile, oder auf dem PTR ist es immer noch in Englisch, aber wir können hier, wenn wir draufklicken, direkt zu Garrosh. Wenn wir das machen, dann kommt hier auch so ein Effekt. Und wie jetzt die paar Male, wo ich das schon ausprobiert habe, ist es auf dem PTR zumindest noch so, dass wir jetzt hier disconnecten. Ja? Ist nicht schlimm, wenn wir wieder einloggen, dann stehen wir einfach bei Garrosh. Ich vermute jetzt mal, dass wenn das Ganze live geht, dass Blizzard das bis dahin hingekriegt hat, dass man dementsprechend nicht jedes Mal disconnected und dran ist. Aber selbst mit dem Disconnect sind wir schneller bei Garrosh, als den ganzen Laden durchzulaufen. So, jetzt wissen wir, wie wir das durchskippen können. Jetzt vielleicht noch so eine kleine Randinformation. Warum wollt ihr überhaupt da durchskippen? Die Geschichte ist, die Instanz dauert, wenn ihr da zügig durchlauft, auch mit Max-Level-Char, etwa eine Dreiviertelstunde. An was liegt das? Naja, erstmal 13 Bosse, ziemlich lange Instanz. Dann ist die Instanz auch ziemlich weit aufgespreadet, also ziemlich viel Raum, wo du laufen musst. Und zusätzlich gibt es einige Bosse, die einfach deine Zeit verschwenden. Es ist leider einfach so. Da gibt es verschiedene, wo man einfach lange Events hat, die ewig dauern und dementsprechend kommt man da unter eine Dreiviertelstunde eigentlich nicht durch. Was gibt es jetzt als Belohnung bei Garrosh? Und zwar haben wir einmal hier dieses schicke Mount. Das ist einmal der Koloss der Krokron. Den kann man bei Garrosh im Mythic-Modus bekommen. Und ja, es hat, glaube ich, eine 1%ige Dropchance, also nicht so hoch. Dementsprechend müsst ihr das ein oder andere mal rein, um das Mount einmal kriegen zu können. Was es zusätzlich noch gibt, sind einige Teamwork-Items. Was von einigen, denke ich mal, am meisten gefarmt wird, sind diese Schultern hier, Plattenschultern. Und die schimpft sich einmal Manorots Hauer. Und wenn wir die angucken, dann sind es einfach ja die Schultern, die auch der Boss an sich dran hat. Beim weiblichen Nachtelf sehen die jetzt nicht so cool aus, wenn wir ehrlich sind, aber beim männlichen Ork zum Beispiel oder bei vielen anderen Chars, die breite Schultern haben, macht es tatsächlich was her und ist auf jeden Fall ein cooles Transmog-Item. Soweit ich weiß, liegt das aber, glaube ich, unter 1% Drop-Chance, also auch da braucht ihr einige Tries. Und naja, wenn ihr dann quasi den Skip innerhalb von ein paar Sekunden habt oder nach einer Minute, wenn ihr jetzt quasi disconnected wie hier aktuell auf dem PTR, dann geht es deutlich schneller, als da jedes Mal eine Dreiviertelstunde durchzuhatschen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Also wir sind jetzt dementsprechend hier einmal durchgeskippt, direkt bei Garrosh. Und ihr seht, da unten geht schon der Dialog los. Nachdem der durch ist, könnt ihr sofort den Boss umklopfen. Ich habe das auch schon mir ein bisschen mal angeguckt, weil ich persönlich farm hier gerade noch ein bisschen T-Mog, brauche von anderen Bossen noch was. Die Tür hier hinter geht einmal auf, was aber nicht funktioniert. Das können wir jetzt gleich mal schauen. Vielleicht Shadow melde ich jetzt hier mal lieber. Weil die Mobs zu sehen so ein bisschen. Hinten ist noch eine Tür, ja. Und zwar geht die Tür zu den Klaxi. Und da kann man leider nicht durch. Also es klappt nicht, dass ihr den Laden von hinten aufrollt, sprich erst den Endboss tötet und dann dementsprechend hier weiter. Ich habe auch im HC das schon ausprobiert. Wenn ihr den Endboss tötet, die Tür geht trotzdem nicht auf. Ne? Also egal, was ihr macht, auch wenn ihr die ganzen Mobs tötet, habe ich auch ausprobiert. Hier kommt ihr nicht zurück. Ihr könnt lediglich den Endboss töten. Was ihr machen könnt, ihr könnt den Endboss töten, aus der Instanz raus, dann wieder von vorne rein und dann ein paar Bosse vorne machen. Oder erst die paar Bosse vorne machen und dann euch zu Garrosh porten. Das funktioniert alles, aber von Garrosh zurücklaufen geht nicht. Genau. Das sind die Sachen, die ich euch soweit zeigen wollte. Mehr ist es nicht. Ein kleiner netter Skip, wo ihr halt dementsprechend einmal Garrosh
Garrosh in irgendeiner Schwierigkeitsstufe mal getötet haben muss, dann habt ihr den Skip und könnt ihn quasi mit jedem Char auf dem Account, also das Ganze ist accountweit, sofort mitnehmen und euer Mount und die Schultern farmen. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen aufklären und weiterhelfen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bis dahin. Ciao.